Hallo und herzlich willkommen zurück zu Call of Cthulhu. Und da hinten sehen wir auch schon das Objekt der Begierde, ein Bild. Ja. Who would have thought, ne? Hier, überall dieses ganze Geschlimse und Geschleimse aus Stein an der Decke. Wir könnten uns hier noch weiter angucken. Check nur schnell, ob ich hier irgendwas übersehen habe oder war ich hier schon? Ne, hier war ich schon. Okay, hier, auf zum dimensionalen Schlurfer. Ein absolut geiler Name, mit der nur Lovecraft, den nur Lovecraft anfangen konnte. Das geht nicht anders. Was haben wir hier? Oh. Öl. Wie geil ist das denn? Schauen wir uns mal an. Well. Whatever that is, it's not very precise, ne? What the hell was that? Okay, ich werde wahnsinnig vom Anschauen. Ich glaube, ich schleich mich mal weg. Wollen wir jetzt das den ganzen Tag spielen? Batman! Okay, ich bin weg. Zu verstecken im Schrank drücke E. Ich soll mich in einem Schrank verstecken? Okay. Er hat mich gesehen. Game over. Okay. Okay, das schauen wir uns nochmal an. Ich glaube, das können wir überspringen. What the hell was that? Ein Schlurfer. Ich verstecke mich mal davon. Nicht zu sehr angucken. Dann nehmen wir mal den Schrank, nehmen wir mal das Erstbeste, was wir so finden. Und zack. Ich weiß gar nicht, wo wir raus müssen, muss ich ehrlich sein. Wir könnten uns natürlich hier direkt an der Fronteingang. Hoppala, ich habe mich schon mit dem Mikrofon geschlagen schon wieder. Wo ist der überhaupt? Oder soll ich mich hier überhaupt verstecken? Ich weiß es nicht. Das verstehe ich in solchen Spielen nie. Wo ist das Viech überhaupt? Nein, Tür! Was? Nicht einmal, was? Nicht anfassen? Nein! Aber cool, dass es mehr als eine Animation gibt. Okay, schauen wir mal, wo wir hin müssen. What the hell? Da ist irgendetwas im Gegenstand. Ich weiß noch nicht mal, ob es das Viech auf Line of Sight geht oder. Ja. I have no fucking clue.
Keine Ahnung. Raus hier. Gibt es hier irgendeine Tür, Fenster? Ich weiß nicht. Das hat mir wahrscheinlich nicht funktioniert. Nee. Ja. Okay, das ist der Grund, warum ich solche Sachen nicht mache, spielen. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. What the hell was that? Und da ist die ganze Zeit irgendein Gegenstand und ich kann ihn nicht aufnehmen, oder? Weiß nicht, kann ich? Da ist Öl, okay, es zeigt mir das Öl an. Okay, die Fenster sehen komisch aus. Hat mich entdeckt, aber ich weiß nicht wie oder warum. Wo ist es überhaupt? Ach, da hinten. Schauen wir mal. Hat er es gesehen? Wahrscheinlich. Nee. Angeblich nicht. Oder? Ich habe keine Ahnung. I can't see a shit. Okay. Alles Peace, alles Chill, alles Muffins. Ja, lass mal raus. Der dreht mir sonst am Rad. Hier ist eine Tür. I can't even touch it. Why? What shall I do? I have no fucking clue. Und alles, was sich reimt, ist gut, ich weiß. Okay, ich geh wieder rein. Okay, ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht irgendwas mit dem Bild? Ich weiß es nicht. What the hell was that? Ein Schlurfer. Gucken wir uns mal an. Können wir am Bild was tun? Ja, können wir. That thing. There has to be a link. Mhm. Maybe if I destroy it. When I destroy it. Mhm. Verstecken? Ja, ja, schön. Was ist das? Feuerzeug! Komm schon, brenn's an! Wofür haben wir ein Feuerzeug, verdammt? There has to be a link. Is this dagger part of Sanders' collection, or was he seeking to acquire it? Zeichen eines Dolchs. Ich weiß, ihr wisst schon, dass ich da gerade im Hintergrund was hab. Das ist nicht... Nein. Okay, ich vermute mal, ich brauche den Dolch. Wo ist der? Okay, nicht gucken. Nicht gucken, laufen. Okay, ich habe den Dolch hier vorhin wo gesehen. Das war er nicht. Doch. Nein! Okay, wir brauchen... Jetzt weiß ich bloß nicht, ob ich das Papier vorher wissen muss. What the hell was that? Gut, dann schleichen wir mal weiter. Ich glaube, man darf das Viech nicht direkt ansehen. Damn, maybe I can use this dagger. Jetzt weiß ich nicht, er hat das sicherlich gehört. So. Also wenn ich ehrlich bin, wenn ich der Kerl wäre, der das gekauft hätte. Ich hätte den Dolch direkt neben dem Bild gehalten, so in case of emergency, break glass. So aus dem Motto hier. Ich bin mir nicht sicher, ob der Dolch hier gegen das Viech wichtig ist oder gegen das Bild. Aber ich glaube, es ist der falsche Dolch.
Ich laufe. Ich laufe, ich renne, ich eile, ich fliehe. Okay, war der falsche durch. Damn it. This dagger didn't work. Mhm. Ist hier irgendwo noch so ein Schrankerl? Ja, nehmen wir das mal. Nehmen wir das, bis wir einen anderen finden. Mhm. Ich vermute mal stark, dass es der hier ist, weil das Vieh spawnt hier. Also macht das Sinn. Ich weiß, Metagaming. Okay, probieren wir nochmal rauszugehen. Oder? Das ist er nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er nicht. Mhm. Ich laufe ja schon, ich laufe ja schon. Das hier ist er nicht. Das hier ist er nicht. Das hier ist er auch nicht. Das hier erst recht nicht. Der ist aus Skyrim. Das war er auch nicht. War das doch der da drüben? Ich habe ihn beinahe gesehen. Ein Schlurfer. So, jetzt weiß ich bloß nicht, welcher Dolch es wirklich war. Es war ein zweiklingiger Dolch. Mit links und rechts so überlappend. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Der war es garantiert nicht. Wenn er der. Probieren wir mal. This dagger looks different. Mhm. Of course it looks different. Mhm. Geh aus dem Weg, Pierce. Sonst bleibt ihr Pierce. You sure you won't be needing that hand? You're losing it, Detective. At this rate, you're right. The bottle will get you before I do. You didn't see anything. I saw you within an inch of putting a dagger through your forearm. Did I miss something more interesting? Okay, Jan. Was sagen wir jetzt Kate? Ne? Nicht Kate, sondern Cat. Ich habe nur zu tief ins Glas geschaut. Ich wurde angegriffen. Ja, probieren wir es mal. Das Gemälde war verflucht. Sanders was right. This painting is cursed. What are you talking about? I was attacked by a creature. I pushed it back, I think. I think so too. Bad. Ihr habt nichts gehört? Wir wussten von dem Monster? Ihnen sicher in Arm ge- Okay. You knew about the beast. What are you talking about? Think yourself lucky that I saved your hand, even if it was to save my goods. You mean me? Don't flatter yourself, sweetheart. I'm talking about the contents of this gallery. And by the way, where do you think you're going with that dagger? It saved my life. It's an extraordinary dagger. You should talk to Algernon Drake. He's an antique dealer here on Darkwater. He'll tell you all about it. From what I saw in the ledgers, it was him who sold it to Sanders. Ich habe keine Ahnung, wie viel Kate weiß. Cat weiß. Ich sag immer Kate zu ihr, sie ist Cat. Ja, wie viel weiß sie eigentlich? Und sie geben mir diese Info kostenlos, ist, glaube ich, die wichtigere Frage hier. It's not your style to give me free information like that. Take it as payment for being my canary. A simple trade-off.
Now go see your antique seller. I still got things to settle with Irene. Wie viel weiß die Katze? Wie viel weiß das Kätzchen? Die Frau ist gefährlich und weiß nicht zu viel, aber gerade noch genug. Ja, schlaues Mädchen. Okay, der Schlurf erwies sich als viel mehr als nur ein von Sandra Hawkins gemaltes Kunstwerk. Eine riesige Kreatur entstieg dem Gemälde, um Pierce anzugreifen. Nach einem erbitterten Kampf schaffte der Detektiv das Monster wieder in das Gemälde zu verbannen. Später entdeckte er, dass der von ihm im Kampf benutzte Dolch von Algern Drake, der Besitzer des namenlosen Buchhandlung von Sanders, verkauft wurde. Pierce beschließt, den Laden zu besuchen und ihn zu besuchen. Web, shits went down. Where's the bookseller? Warum liest jeder nur in grün? Naja. Was haben wir hier? Another volume of the Reverend's wife's diary. Oh, 4. Das heißt also, wir haben zumindest schon mal 3 gefunden. Jetzt wissen wir was. Der Reverend ernannte sich selbst zum Propheten. Er erwies Gott zurück und verdrehte ein merkwürdig heidnisches Wesen in monströser Gestalt. Seine Frau wollte ihn zur Vernunft bringen, aber ihre Mühe war vergebens. Er war überzeugt, dass er auf die Stimme in seinen Kopf hören müsse, weil sie die Wahrheit sprach. Fraglich. Very fraglich. Okay. Das ist kein Medizinbuch. Was haben wir denn hier? Brain Medicine. Das sieht so aus, als würde hier ein Band für Medizin herumliegen. Airships? What the fuck is this man doing? Wisst ihr, was eigentlich geil wäre? Das ganze Call of Cthulhu-Ding ins Kirchens in Return of the Obra Dinn-Style. Also vom Detektiv-Style her. Das würde so geil passen. Was haben wir hier? A Handbook on Anatomy and Dysfunction. Das heißt, wir haben in Medizin einen Punkt erhalten. Was? Wir hätten ja noch einen Punkt gebraucht, ne? Hoffentlich finden wir in der Buchhandlung noch ein Buch, weil es sollte ja eigentlich schon sein, dass man in der Buchhandlung die entsprechenden Bücher findet. A Bravery of Medicine. Sehr schön. Jetzt müssten wir aber doch, ne? Ja, jetzt sind wir auf 3. Gut. Das heißt, wir kriegen jetzt Medizinchecks. Darkwater History. Volume 2. Eine puritanische Kolonie, angeführt von Reverend John Wickward, ließ sich im Jahre 1700 auf der Insel nieder. Die Kolonisten nannten die Insel Darkwater aufgrund des dunkel gefärbten Meeres, die ihrer Meinung nach von einer eigenartigen Farbe der Felsen rings um die Insel stammt. Sie errichteten die ersten Gebäude, darunter das Hawkins-Anwesen, die Kirche und den Friedhof. Die wenigen Dokumente und handschriftlichen Notizen, die sie hinterließen, sprachen von Albträumen und abartig Verhaltensweisen. Sie verschwanden zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Wir haben hier noch genug Zeit zum Lesen. Es ist ja nur irgendwie Blut an der Tür. Interesting. Haben wir
wir hier noch? Ein Schachbrett. Und der König ist ziemlich am Arsch, wenn ich das mal so sagen darf. Oder wo kann er hin? Er kann den einen... Moment, wo ist denn überhaupt Schwarz? Wo ist denn der Anfang von Schwarz? Da kann das nicht sein. Es muss hier sein. Hier muss Schwarz gestartet haben. Ja, der König ist noch nicht im Arsch. Der Turm ist im Arsch. Das auf jeden Fall von Weiß. Ist noch ein Haufen Zeug im Arsch. Hm. Nee, das ist die Dame. Der König ist hier. Der König ist auf jeden Fall von Weiß noch nicht im Patt. Oder ist das Schwarz? Nee, das ist Schwarz. Das glänzt bloß. Weiß hat gar keinen König. Was? Weiß hat verloren. Die Skizze kenne ich auch irgendwo. Ja, ich weiß bloß nicht mehr wo. Also in real life. What happened here? Erstmal angucken, bevor wir hier rekonstruieren. Das ist ja immer so ein Ding. Was haben wir hier? Es gibt auf jeden Fall Gegenstände zu finden. Was haben wir denn hier Feines? A Handbook of Anatomy and Dysfunction. Dissection, also Vivisektion und so weiter, ne? Oh, hier ist was zu finden. A strange amulet. I have a feeling I'd better not touch it. Ein merkwürdiges Amulett. Der Anhänger hat die Form eines großen Hundes und weiß nicht, was er bedeutet. Vielleicht erfahre ich mehr, wenn ich ihn den Buchladen durchsuche. Wir haben damit das Zeug gefunden. Nettes Bildchen. Wieso bin ich instinktiv froh, dass ich nicht auf YouTube bin froh, dass ich auf YouTube Monetization Geld nicht angewiesen bin. Ich will mir, es muss so nervig sein, die ganze Zeit darüber zu kämpfen, nur um sein YouTube-Video anzeigen zu dürfen. Weil schon ein bisschen Titties da sind, ne? Naja. Haben wir hier Chemie, oder? Ist doch Chemie. Nee, Alchemie. Das soll ein A sein, nicht ein C. Okay, dann rekonstruieren wir mal das Ganze hier. Let's start over. Aber weißt du was? Das sehe ich gerade. Das machen wir im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dort. Für die Gott. Wir beenden das Video mit Titties. Wunderschön. Für die Gott.